Herzlich willkommen zu unserer dreiteiligen Vortragsserie über die Engel. Engel, gute Geister zwischen Himmel und Erde. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind, dass wir uns über dieses wichtige Thema Gedanken machen können. Denn ich habe festgestellt, dass in Deutschland wohl mehr Menschen an Engel glauben als an Gott. Und von daher ist es ein Thema, was schon Interesse weckt, viele Menschen irgendwo interessiert und doch sie wissen wollen, was dahinter steckt, auch wenn die Vorstellungen über Engel sehr weit auseinandergehen. Heute Abend ist das Thema Heilsbringer aller Religionen. Wir werden heute Abend vor allen Dingen einen Blick haben in die verschiedenen Weltreligionen und Kulturen der Geschichte und auch der Gegenwart, wo die Engel überall da eine Rolle gespielt haben. Morgen Abend geht es dann um das Thema gute Engel, böse Engel, Schutzengel. Da werden wir einen Einblick haben, was die Bibel über Engel sagt, welche Rolle Engel spielen und über die ganzen Hintergründe der Bibel über die Engel. Und am Sonntagabend ist das Thema der kosmische Kampf, nämlich der Kampf, der zwischen den Engeln stattgefunden hat, über den die Bibel berichtet und der sehr spannend ist und der auch mit unserem Leben, mit Ihrem und meinem Leben zusammenhängt und zu tun hat. Heute Abend beginnen wir, wie gesagt, über die Engel als Heilsbringer alle Religionen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Buch über Engel gelesen haben. Es gibt da eine ganze Menge. Ich habe mal letzte Tage bei Amazon nachgeschaut und das Suchergebnis war, dass es 23.000 Bücher über Engel gab. 83.000 Ergebnisse gab es für Gegenstände oder andere Dinge über Engel und 23.000 Bücher. Ich habe sie nicht alle gelesen, aber ich habe einige davon gelesen und das ist schon sehr erstaunlich und interessant. Wir haben momentan einen Boom, einen Engelboom und gerade auf dem Büchermarkt. Ich habe mal einige hier aufgeführt, zum Beispiel das kleine Buch der Engel, die Heilkraft der Engel, kennst du deinen Engel, wie Engel uns lieben, jeder Mensch hat einen Engel, Lexikon der Engel, Rebellion der Engel, Opas Engel, der Dienst der Engel, die Elohim, kraftvolle Engel für die Zeiten des Wandels, Engel der Erde, das Heilorakel der Engel, Seraphim, die Engel des Erfolges, Engel erlebt und auch die Engel, Helfer zwischen Himmel und Erde. Die letzten beiden Bücher übrigens, die habe ich beide gut gelesen, kann ich Ihnen auch gut empfehlen. Das Buch links, Engel erlebt, ist ein Buch, was vor einigen Jahren herausgekommen ist, wo Menschen beschreiben ihre Erlebnisse, die sie mit Engeln gehabt haben. Oder wo sie überzeugt waren, dass es Engel waren, mehr Menschen, die wie Engel aussahen oder nicht wie Engel aussahen, sondern Menschen, denen sie begegnet waren, von denen sie hinterher überzeugt waren, dass es Engel gewesen sind. Das ist sehr spannend zu lesen. Und das Buch über die Engel hier ist ein Buch, was so ein bisschen die biblischen Hintergründe von Engeln zeigt. Aber Engel sind nicht nur in der Religion und auf dem Büchermarkt aktuell, auch generell in dem ganzen Leben kommen immer mehr Engel überall vor. Es gibt mittlerweile Engelmuseen. Es gibt Engelgedichte, auch Bücher über Engelgedichte. Es gibt Engelfilme. Es gibt Engellieder. Und hier sogar auch ein Engel-Adventskalender. Menschen, die als Engel bezeichnet werden. Engel kann man nicht sehen, aber man kann ihnen begegnen. Es gibt die gelben Engel. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen gelben Engel gebraucht haben. Ist man froh, wenn man liegen geblieben ist und so ein gelber Engel vorbeikommt, der einem wieder hilft, fahrtüchtig zu werden. Oder es gibt auch den blauen Engel, das Umweltzeichen, weil irgendetwas emissionsarm oder energieeffizient ist. Das heißt, das Wort Engel ist heute sehr weit verbreitet. Und es ist auch interessant, dass das Wort Engel meistens sehr positiv gebraucht wird. Wenn jemand zu seinem Freund, zu seiner Freundin sagt, du bist ein Engel, dann meint er damit etwas Gutes, was Positives. Und von daher ist der Engelglaube etwas, was auch die Menschen fasziniert und auch irgendwo ihnen wichtig ist. Ja, das Wort Engel, wo kommt es her? Es ist interessant, das hebräische Wort für Engel heißt Malach. Und das griechische Wort Angelos und unser Wort Engel kommt von dem Griechischen her, Angelos. Und es gibt auch noch das lateinische Wort Angelus, was auch von dem Griechischen abgeleitet ist.
Und das heißt eigentlich wörtlich übersetzt Bote oder Botschafter. Das heißt, auch wenn in der Bibel zum Beispiel von Angelos die Rede ist, dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, was damit gemeint ist. Und zwar erstmal ist mit dem Wort Angelos nicht dieses Wesen Engel gemeint, was wir uns irgendwie vorstellen, meistens irgendwo in Zeichnungen, so ein Wesen, menschenähnlich mit zwei Flügeln, sondern das Wort Angelos heißt erst einmal, dass es ein Bote ist, irgendein Bote, der eine Botschaft zu übermitteln hat. Dieser Bote kann ein Mensch sein, das kann ein himmlisches Wesen sein, kann irgendjemand sein, der einfach ein Bote ist, der etwas übermittelt. Und dann ist natürlich auch in der Bibel für das Wort Angelos die bestimmte Art von Gattung, von Wesen gemeint, die denn Angelus, Engel, abgeleitet, denn Engel genannt werden. Und von daher muss man auch immer wieder unterscheiden, ist jetzt wirklich das Wesen gemeint oder ist jetzt nur ein Botschafter gemeint, der auch jemand anders sein oder darstellen kann. Ja, wir wollen uns jetzt eine kurze Übersicht, was wir uns heute Abend anschauen wollen, wo überall die Engel eine Rolle gespielt haben. Erstens im Altertum, das heißt in den alten Religionen und alten Kulturen, denn die monotheistischen Religionen, diese drei großen, die wir haben, das Judentum, Christentum und der Islam, dann die Anthroposophie, die Mormonen und die Esoterik. Man könnte noch jede Menge weitere Religionen und Weltanschauungen da hinzufügen, aber das sind so die wichtigsten, wo auch Engel auch eine wichtige Rolle spielen. Fangen wir mit dem ersten an, mit dem Altertum. Im Altertum haben wir eigentlich fünf Kulturen gehabt, die Ägypter, die Babylonier, die Perser, die Griechen und die Römer, die wichtig waren, die die damalige Welt beherrscht haben und auch in ihrem Denken, in ihrer Kultur, in ihrer Religion, dass die Welt damals beherrscht haben. Und wir schauen uns mal diese fünf Kulturen an, was dort die Engel für besondere Rollen gespielt haben. Fangen wir mit dem ersten an, dem Ägypten. Im alten Ägypten gab es eigentlich keine Engel. Das heißt, Engel in dem Sinne von Wesen, die zwischen dem Menschen und Gott stehen und irgendwelche Aufgaben dort haben, gab es nicht. Es gab nur Gottheiten, die engelähnlich aussahen. Zum Beispiel hier die Göttin Isis, und die hat hier an ihrem Armen dann so Vogelfedern. Oder auch hier auf diesem Bild, ja, ist es ein Relief abgebildet, wo hier mit der Göttin Isis zusammen diese Schwingen. Ja. Und da nimmt man an, könnte durchaus etwas sein, dass auch andere Kulturen denn das übernommen haben und die Vorstellungen von Wesen mit Flügeln da ihren Ursprung haben. Oder besser gesagt, davon auch abgeleitet wurden später. Ähnlich ist es gewesen in Babylon und Mesopotamien. Hier haben wir zum Beispiel den babylonischen Gott Marduk, der gegen Anzu kämpft. Und Anzu selbst ist kein Gott, sondern das war mehr so ein Wesen, was irgendwelches Unheil angerichtet hat. Und dieser Gott Marduk kämpft gegen dieses Wesen und vertreibt es. Und beide haben Flügel. Sowohl der Anzu als auch der Gott Marduk. Aber sonst sind auch in Babylon und Mesopotamien eigentlich so Engelwesen, die zwischen Menschen und Gott stehen, auch unbekannt. Dann haben wir als drittes Persien. Persien ist jetzt schon ein wenig differenzierter. In Persien war damals der Zoroastrismus die dominierende Religion. Die ist von Zarathustra eingerichtet oder erfunden oder beschrieben worden. Und hier haben wir folgende Hintergründe. Hier haben wir einmal einen Gott, den Ahura Mazda, das ist der Schöpfergott, der über alles steht. Und übrigens, die Perser haben diesen Gott nie abgebildet. In ihrer Vorstellung darf man Gott nicht abbilden, weil man nicht weiß, wie er aussieht und deswegen gibt es keine Abbildung von diesem Gott. Aber es gibt andere Wesen, nämlich die Yatzata, das sind die Helfer der Gottheit, und die Malakim. Malakim, die die Boten Gottes genannt werden. Und dann haben wir auch noch die Daeva, Dämonen. Das sind böse
Wesen, die auch zwischen Gott und den Menschen stehen. Das heißt, hier haben wir drei verschiedene Gattungen von Wesen, die selber nicht Gott sind, aber auch keine Menschen sind, sondern dazwischen stehen. Ja, Yatzhata als welche, die mehr für Gott selbst aktiv sind und für Gott Dinge ausführen. Malakim, das sind welche, die von Gott geschickt werden, mit einer Botschaft zu den Menschen, die Botschaften weitergeben sollen. Übrigens, da haben wir auch dieses gleiche Wort wie auch im Hebräischen. Malakim ist hier schon mit enthalten in dem Persischen. Und die Daeva, Dämonen, die bösen Engel, die hier beschrieben sind. Das heißt, hier haben wir in der außerbiblischen Quelle zum ersten Mal Dinge, die ähnlich sind, wie sie in der Bibel beschrieben werden, vor allen Dingen im Alten Testament beschrieben werden. Da haben wir Parallelen, die man sehen kann. Und zwar, die Malakim sind vier vor allen Dingen, und das sind ja die, die wir als Engel bezeichnen würden, auch Wesen, die Gottes sittlichen Willen an die Menschen weitergeben. Das heißt, die den Menschen sagen, wie sie leben sollen, was gut, was schlecht ist, und ihnen einfach Botschaften übermitteln. Ja, dann haben wir Griechenland. In Griechenland haben wir wieder, wie ähnlich in Ägypten und Babylon, dass wir keine Engel kennen dort, die selbst als Wesen zwischen Gott und den Menschen stehen, als Mittler zwischen Gott und den Menschen, sondern hier haben wir auch wieder, ähnlich wie auch in Ägypten und Babylon, Götter, die Vogelschwingen haben. Zum Beispiel hier die Nike, die griechische Siegesgöttin, hat Vogelschwingen. Ja. Und genauso ist es dann auch weitergekommen im Römischen Reich. Im Römischen Reich haben wir dann die Königin, die Siegesgöttin Victoria, die hier auch wieder die Flügel hat. Ja. Übrigens ist es interessant, dass die Römer sehr viel von der griechischen Kultur übernommen haben. Die Griechen waren eigentlich damals von der Kultur her damals vorherrschend. Die Römer, als sie denn zur Weltmacht aufgestiegen sind, waren zwar militärisch sehr stark und haben alles erobert und besetzt, aber sie haben sehr viel von den Griechen übernommen. Griechische Religion, griechische Philosophie, griechisches Denken, griechische Sprache sogar. Ja, im Römischen Reich war Griechisch die Hauptsprache, später dann erst Lateinisch. Und von daher war Griechisch eigentlich die bestimmende Kultur im Römischen Reich. Und deswegen haben sie auch die griechischen Götter einfach übernommen. Haben sie nur anderen Namen gegeben. Zum Beispiel der griechische Gott Zeus hieß dann Jupiter bei den Römern. Der griechische Gott Hera hieß dann Juno. Aphrodite wurde in Venus umgenannt. Poseidon in Neptun. Hermes in Merkur. Nike in Victoria. Es gab noch eine ganze Menge weiterer Götter, die einfach umgenannt wurden. Man hat die gleichen Statuen weiter dabei behalten, hat die umgenannt, aber sie hatten die gleichen Funktionen. Der eine war dann der Meeresgott und der andere war der Obergott und die Victoria war zuständig dann für die Siege und so weiter, für verschiedene Dinge. Und so haben wir übrigens auch heute noch, wenn man nach Berlin geht, die Siegessäule in Berlin, dort ist die römische Siegesgöttin Victoria zu sehen. Deswegen heißt sie auch Siegessäule. Die hat man damals aufgerichtet aus Gold hier mit diesen Adlerschwingen. Und übrigens auch in Berlin auf der Quadriga auf dem Brandenburger Tor. Das ist dieser römische Wagen mit vier Pferden und die Siegesgöttin Victoria ist auf dieser Quadriga zu sehen. Das hat man sicherlich dort aufgerichtet und auch die Siegessäule, um klarzumachen, dass sie gerne in allen Kämpfen siegen würden. Gut, das war so ein wenig über die Engel im Altertum. Da gibt es nicht allzu viel. Die einzige Religion, wie gesagt, die Engel, die dem biblischen Bild am nächsten kommen, das waren die Perser, die hier ein klein wenig das schon angedeutet haben. Schauen wir uns jetzt die großen Religionen an. Die drei großen Weltreligionen, die monotheistischen. Monotheistisch heißt, dass sie an einen Gott glauben und auch untereinander ziemlich viel Parallelen haben und untereinander auch verbunden sind. Zunächst einmal die Engel im Judentum. Die Quelle natürlich für das Judentum, wo sie ihre Informationen herausholen, ist das Alte Testament. Das ist das Buch, was die Juden als von Gott inspiriert betrachten. Sie nennen es auch Tanach. Es gibt natürlich auch dann noch weitere jüdische Quellen, und zwar Schriften von jüdischen Rabbinern,
die sie auch gerne heranziehen, um das Alte Testament zu erklären oder weiter auszuführen oder noch zu deutlicher auszuführen. Aber entscheidend ist bei ihnen das Alte Testament, der Tanach. Und im Alten Testament werden Engel beschrieben als Wesen, die übernatürlich sind. Das heißt, es sind Wesen, die die Menschen nicht sehen können, aber die in unsere menschliche Welt hineinkommen können. Und die auch Dinge tun können, die wir Menschen nicht tun können. Die also übernatürliche Kraft haben und auch die Naturgesetze teilweise außer Kraft setzen können. Sie dienen Gott im Himmel. Es gibt Beschreibungen, das werden wir auch morgen Abend ein bisschen genauer uns alles anschauen, was die Engel im Himmel dort tun. Das heißt, sie sind für Gott im Himmel dort, da, aber sind auch Engel auf dieser Erde. Welche Funktion haben die Engel auf dieser Erde? Sie sind dafür da, dass sie den Menschen gelegentlich Botschaften bringen oder auch Schutz und Beistand geben. Und so haben wir im Alten Testament eine ganze Menge Tatsachenberichte, wo Menschen direkt Engel gesehen haben. Übrigens meistens, wenn die Engel erschienen sind, sind sie nicht so erschienen, wie man hier auf dem Bild, das sich so vorstellt, so ein Engel mit Flügeln, sondern wenn die Engel erschienen sind, dann sahen sie meistens aus wie Menschen. Welche Beispiele kennen Sie, wo in dem Alten Testament Menschen Botschaften von Gott bekommen haben? Zum Beispiel der Daniel. Hier, er hat übrigens öfter mal Engel gesehen. Hier, als er in der Löwengrube war, da kam ein Engel, der hat ihn mehr beschützt vor den Löwen, aber er hat auch einen Engel, der hat sogar seinen Namen genannt, dieser Engel, Engel Gabriel, und hat ihm Botschaften gegeben von Gott. Oder andere Gelegenheiten kennen. Abraham, natürlich, bei Abraham, da war die Situation, da kamen drei Personen zu ihm und Abraham wusste zuerst nicht, wer das war. Ja, aber im Laufe des Gesprächs hat sich herausgestellt, dass das Engel waren, Engel Gottes, die mit ihm gesprochen haben und die haben ihm auch Botschaften übermittelt. Ging dann um seinen Sohn, der geboren werden sollte, dann ging es auch noch um Sodom und Gomorra und um andere Dinge, wo sie dann drüber gesprochen haben. Richtig, da hat Gott Engel geschickt, die Informationen weitergegeben haben. Wo haben wir noch Beispiele in der Bibel? Im Alten Testament. Genau, bei Simson. Genau, die Mutter von Simson, da kam ein Engel und hat ihr sogar genau gesagt, was sie essen und was sie trinken soll. Ja, ihr einen Ernährungsplan aufgestellt. Informationen, damit Simson schon von Geburt an ein besonders von Gott auserwählter Mensch sein konnte. Ja. Bei Lot, genau. Bei Lot, da haben wir auch die Situation, dass es beides war. Lot, die Engel haben Lot Informationen gegeben. Nämlich, dass die Zerstörung von Sodom und Gomorra direkt bevorstand. Und zweitens haben sie ihn auch beschützt. Nämlich, sie sagten, es geschieht jetzt. Heute. Deswegen. Und Lot wollte, hat noch gezögert. Wahrscheinlich hat er noch gedacht, ich muss noch irgendwo meine Goldbarren retten oder was auch immer. Und als er zögerte, haben die Engel ihn noch ergriffen und haben ihn aus der Stadt rausgeführt. Und damit er sicher war und nicht mit den Bewohnern der Stadt umgekommen ist. Ja. Wo haben wir noch Engel, die aufgetreten sind im Alten Testament? Beim Elisa, richtig, das war sehr interessant, da waren die Feinde, wollten Elisa, weil Elisa hat nämlich, er war Prophet und er hat immer von dem feindlichen König, hat Gott ihm offenbart, was der an Kriegszügen vorhatte. Und hat der Elisa das seinem König gesagt und dann waren die immer schon gewappnet und die Feinde konnten niemals gegen Israel was ausrichten. Und dann hat das mitbekommen, der feindliche König, und hat dann die Stadt, wo Elisa wohnte, umzingelt und wollte Elisa jetzt gefangen nehmen, um jetzt den Spion sozusagen, ja, den Feindlichen hier schachmatt zu setzen. Und dann, als sie am Morgen aufgewacht sind und der Diener von Elisa rausging, das hat er den ganzen Soldaten gesehen von den Feinden, hat er gesagt, oh weh, jetzt sind wir verloren. Und Elisa hat Gott ihm den Blick gegeben, hat dann die Engel gesehen, die um die noch herumgelagert waren. Das waren viel mehr als die Feinde. Und er hat dann noch gebetet, Elisa, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann konnte der Diener auch die ganzen Engel Gottes sehen, die ihn beschützt haben. Und so war es dann auch, dass Gott sie beschützt hat und sie sind nicht in die Hände der Feinde gefallen. Ja, so gibt es wunderbare Botschaften und in Geschichten, wo im Alten Testament Menschen Engel gesehen haben. Ja? Welche Geschichten kennen Sie noch von Engeln im Alten Testament? Wie bitte? Jakob, natürlich.
Jakob, der war auf dem Rückweg mit seinem ganzen Besitz, mit seinen ganzen Kindern und Frauen. Und sein Bruder Esau kam ihm entgegen mit einigen hundert Kriegern und wollte ihn umbringen. Ja. Und dann hat Jakob am Fluss Jabbok drum gerungen mit Gott, dass er Gott ihm vergibt, seinen Betrug, den er gemacht hatte. Und auf einmal kam ein Mensch und er wusste nicht, wer das war. Und er hat mit ihm gerungen. Und im Endeffekt hat er gemerkt, es war ein Engel, mit dem er gerungen hat. Ja. Ein Bote Gottes. Und der Bote Gottes hat ihn gesegnet und hat ihn bewahrt, dass er von Esau nicht umgebracht worden ist. Ja. So können es viele, viele Geschichten von Engeln. Ja. Oder auch zum Beispiel bei Adam und Eva, als sie aus dem Paradies heraus mussten. Ja. Da waren die Engel nicht Helfer, sondern da standen die Engel und haben den Garten Eden bewacht, dass sie nicht wieder rein konnten. Nämlich, während sie als sündige Menschen, als sie gefallen waren, hätten sie wieder zum Baum des Lebens gekonnt und hätten davon gegessen, dann wären sie als Sünder unsterblich geworden und das wäre nicht unbedingt gut, dann wäre die Sünde unsterblich. Und deswegen haben die das verhindert, die Engel, und Gott hat sie beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht in den Garten Eden hinein durften. Ja, so haben wir also viele, viele Beispiele. Hier habe ich ein paar auch aufgeschrieben, ja, den Garten Eden, Jakob, Biliam haben wir noch, ja. Biliam, der war ein Prophet gewesen, aber war immer noch mit Gott in Verbindung und war aber trotzdem ein bisschen egoistisch. Nicht alle Propheten waren so ganz auf der richtigen Linie. Und dann hat der Feind ihm Geld gegeben, damit er Israel verfluchen sollte. Und auf dem Weg dorthin hat sich ein Engel ihm in den Weg gestellt und seine Eselin hat den Engel gesehen und ist ihm ausgewichen und Biliam nicht. Und dann hat er seinen Esel noch geschlagen und das war dann sehr interessant, die ganze Geschichte, bis dann auch Gott ihm die Augen geöffnet hat und er den Engel auch gesehen hat. Also so hat Gott immer wieder Engel geschickt, die manchmal geschützt haben, manchmal aber auch Warnungen gegeben haben oder auch sogar auch manchmal Gerichte ausgeführt haben. Ja. Oder auch natürlich Gideon, wo ein Engel zu ihm kam und hat ihm den Auftrag gegeben, Israel zu versammeln und ein Heer zu bilden und gegen die Feinde vorzugehen, die Midianiter, die damals das Volk Israel immer wieder angegriffen und bekämpft hatten. Und natürlich Daniel ist auch ein Beispiel, wo der Engel Gabriel sehr häufig mit ihm gesprochen hat und zu ihm gekommen ist. Ja, das sind also Geschichten aus dem Alten Testament, wo Engel vorkommen. Das heißt, man sieht, dass Engel Wesen sind, die in unsere dreidimensionale Welt hineinkommen können, sichtbar werden können, Menschengestalt annehmen können, mit Menschen reden können, aber auch wieder verschwinden können. Und wir sehen sie nicht mehr. Das hebräische Wort für Engel heißt Malach. Und es gibt mehrere Namen im Alten Testament für Engel. Es gibt einmal Seraphim und Cherubim. Das Wort Seraphim kommt nur zweimal vor im Alten Testament, nämlich im Jesaja, Jesaja 6. Da werden sie beschrieben als Wesen, die um den Thron Gottes herum sind und Gott loben und dann bestimmte Funktionen haben. Und wir haben das Wort Cherubim. Cherubim kommt 76 Mal im Alten Testament vor. Und daran sieht man schon, es gibt verschiedene Arten von Engeln. Wie die jetzt alle genau aussehen. Übrigens, ob die jetzt alle wie Mensch aussehen und zwei Flügeln haben, im Himmel auch, das weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Es gibt nämlich eine Beschreibung, ich glaube, das ist die hier, entweder die im Jesaja 6 oder Hesekiel 10, da werden sie nämlich beschrieben, dass sie sechs Flügel haben. Ja, und mit zwei Flügeln haben sie ihr Angesicht bedeckt, mit zwei Flügeln den Körper bedeckt, mit zwei Flügeln sind sie geflogen. Ob jetzt alle Engel sechs Flügel haben oder manche zwei haben oder manche gar keine haben, das wissen wir nicht. Steht auf jeden Fall in der Bibel oder im Alten Testament, auch im Neuen Testament nicht so drin. Meistens haben die Maler, wenn sie zum Beispiel Kinderbibeln gemalt haben, haben sie meistens, wenn ein Engel irgendwo gekommen ist, haben sie den meistens gemalt, so mit wie hier dieser Engel, ja, wie ein Mensch mit zwei Flügeln. Wahrscheinlich, damit man den als Engel identifizieren kann. Ja. Gut, auf jeden Fall haben wir die Seraphim und die Cherubim. Die Cherubim, die kommen sehr häufig vor und die haben wahrscheinlich auch verschiedene Aufgaben, auch verschiedene Funktionen. Zum Beispiel beim Garten Eden. Dort steht extra dabei, wie hier auf dem Bild, dass es ein Cherubim war, ein Engel Gottes, der hier den Garten bewahrt hat und Adam und Eva aus dem Garten heraus mussten, aus dem Paradies, und sie nicht wieder hinein durften.
oder auf der Bundeslade. Auf der Bundeslade, das war ja damals, sollten das Volk Israel, haben sie von Gott die 10 Gebote bekommen, ein Stein. Und diese 10 Gebote haben sie in die Bundeslade hineingelegt. Und auf der Bundeslade war eine goldene Lade. Da war ein Deckel drauf. Und dieser Deckel hieß Gnadenthron. Und auf diesem Deckel waren zwei Engel. Und die hatten übrigens, da steht genau da drin, wie die aussehen sollten. Die hatten zwei Flügel, jeder zwei Flügel. Und mit diesen Flügeln haben sie sich auch oben berührt und haben dann auch diesen, und dieser Deckel mit den beiden Engeln, mit den beiden Cherubim, da steht auch, dass es Cherubim waren, hieß Gnadenthron. Ja, das heißt, auf der Bundeslade haben wir auch die Cherubim-Engel, die hier abgebildet sind. Übrigens, das ist auch ein Symbol für das, was im Himmel ist. Denn Gott hatte dem Mose eine Vision gegeben, wo er einen Blick in den Himmel hatte. Und dann sollte er auf der Erde das nachbauen, was er im Himmel gesehen hat. Das Heiligtum nämlich. Und dort bei dem Gnadenthron und bei der Bundeslade, das war im Allerheiligsten, das war der Punkt, wo auf der Erde auch Gottes Gegenwart sichtbar war, die Schechina, die Herrlichkeit Gottes. Und wenn man das jetzt überträgt aufs himmlische Heiligtum, das heißt, dass auch im Himmel, beim Thron Gottes, Gott irgendwo ein Punkt ist, Gott ist zwar überall gegenwärtig, sagt die Bibel, überall ist Gott, aber trotzdem gibt es einen Punkt, wo Gott sich dem Menschen oder auch den Engeln offenbart, wo sie ihn sehen können. Und da, wo Gottes Thron ist, und da wird wahrscheinlich auch, wie bei der Bundeslade, werden auch Engel sein, die um den Thron herum sind und die dann Gott dienen und für Gott da sind und Gott loben und Gott preisen. Von daher haben wir hier also eine Parallele von dem Heiligtum im Alten Testament zum Thron Gottes im Himmel. Und wir haben auch eine Beschreibung vom Thron Gottes direkt in Hesekiel 10. Da hat Hesekiel eine Vision gehabt, wo er direkt gesehen hat, was im Himmel gewesen ist. Und dort hat er auch Cherubim gesehen, also diese Engel, die um Gottes Thron herum gewesen sind. Ja, so sehen wir also, dass es verschiedene Arten von Engeln gibt, sowohl im Himmel verschiedene Arten, und die auf der Erde sind, waren wahrscheinlich immer die Cherubim. Denn, wie gesagt, die Seraphim kommen nur zweimal vor, und beides mal in Jesaja 6 und beides mal im gleichen Zusammenhang. Von daher kann man ausgehen, dass die Seraphim nur direkt im Himmel um Gottes Thron herum sind. Einige Ausleger meinen, es gibt in Offenbarung 4 und 5 hier eine Szene, wo auch Johannes den Thron Gottes im Himmel gesehen hat. Und dort sieht er vier Gestalten, die um Gottes Thron herum sind, die auch sehr interessant aussehen, innen und außen mit Augen und so weiter. Das ist für uns nicht vorstellbar nach den dreidimensionalen Denkmustern. Dass diese Seraphim, die der Jesaja hier gesehen hat, diese vier Gestalten sein könnten, die direkt mit dem Thron Gottes herum sind. Und zusätzlich hat der Johannes in der Offenbarung auch noch zu den vier Gestalten auch noch die anderen Engel, die Cherubim, im Himmel gesehen. Ja, so gibt es also im Alten Testament, vor allen Dingen, es geht ja jetzt noch um das Judentum, die Vorstellung oder die Beschreibung von diesen verschiedenen Engeln. Und zwar, wie gesagt, das Wort Malach, was hier immer steht, in der Grundbedeutung, heißt Bote. Ja, wie ist es mit den Engeln im Christentum? Im Christentum, da haben wir das Neue Testament, was dazukommt zum Alten Testament, aber die Informationen über die Engel sind eigentlich keine anderen wie im Alten Testament, weil das Christentum beide Teile, das Alte und das Neue Testament, gemeinsam als die Grundlage des Glaubens ansieht. Und wir haben im Neuen Testament keine neuen Informationen über die Engel, höchstens neue Situationen, wo Engel wieder aufgetreten sind und wo Engel erschienen sind und wo Engel geholfen haben. Ja. Wie gesagt, die Quelle für die Christen ist die Bibel, die ganze Bibel, Altes und Neues Testament. Und da haben wir die Informationen, was sie und über Engel verstehen. Und das Wort, wie gesagt, im Griechischen, im Neuen Testament, ist auf Griechisch geschrieben worden. Da haben wir das Wort Angelos, was Bote heißt, aber auch den Begriff für den Engel. Ja, und deswegen, wie im Judentum, sind es Boten, die zu besonderen Gelegenheiten zu Menschen geschickt werden, um ihnen etwas zu sagen, was wichtig ist, oder auch um Schutz zu bringen vor besonders schwierigen Situationen. Wo kennen Sie Situationen im Neuen Testament, wo Engel erschienen sind? Ja? Mein Vater des Johannes, Johannes der Täufer, genau. Der war nämlich Priester und war gerade am Dienen im Heiligen.
Und dann kam ein Engel, der ihm erschienen ist und sagte ihm, dass er war schon ziemlich alt, seine Frau auch, dass sie einen Sohn bekommen würden und dass dieser Sohn der Vorläufer des Messias sein würde. Und er war dennoch so ungläubig und konnte das nicht fassen. Und dann hat der Engel gesagt, als Zeichen dafür, wirst du stumm sein bis zur Geburt. Ja, und dann war er auch so lange stumm. Aber dieser Engel, den er gesehen hat, ja, und hinterher hat er, als er nach 9 Monaten wieder sprechen konnte, da hat er Gott gelobt und gepriesen, dass Gott dieses Wunder getan hat und dass er den Engel Gottes gesehen hat. Ja. Ja. Ja, wo haben wir noch Situationen? Maria auch, ganz genau, beide. Zuerst mal bei der Maria selbst, das ist ja diese Beschreibung, wie dann der Engel zu ihr kommt, der Engel Gabriel, nennt auch seinen Namen, und ihr ankündigt, dass sie einen Sohn bekommen wird. Warum ist das wichtig? Denn sie war ja weder verheiratet, noch hatte sie mit irgendeinem Mann Umgang gehabt und sie wurde schwanger. Und wie hätte sie sonst wissen können, woher das kam, dass sie schwanger war? Und da hat der Engel ihr erklärt, dass der Heilige Geist das in ihr bewirkt hat, dass sie schwanger geworden ist. Und auch als dann Josef merkte, dass sie schwanger geworden war, und dann dachte er, naja, Maria, was hat die bloß gemacht? Ja? Von mir kann das Kind nicht sein, von jemand anders wahrscheinlich. Und dann hat ein Engel zu ihm gesagt, bleib bei Maria, das Kind, was sie bekommt, ist von Gott. Ja? Deswegen war ein Engel sowohl bei Maria als auch bei Josef und hat ihnen Botschaften gegeben, um diese Jungfrauengeburt anzukündigen und ja, und natürlich auch noch zu sagen, was dann geschehen wird. Der Engel hat auch gleich zu Maria gesagt, was die Aufgabe Jesu sein würde, nämlich, dass er der Messias sein würde, der für das Volk gekommen ist, um für das Volk zu leben und für das Volk zu sterben. Wo haben wir noch Situationen im Neuen Testament, wo Engel vorkommen? Johannes in der Offenbarung natürlich, der hat ja sehr viele Engel gesehen, der hat immer wieder er hat einen Engel gehabt, der ihm immer wieder Dinge gesagt hat, ihm offenbart hat, direkt zu ihm gesprochen hat, aber auch natürlich in der Vision viele Engel, die er gesehen hat im Himmel. Ja. Paulus, ja, richtig, Paulus hat Engel gesehen, genau in der Vision. Bei den Hirten, natürlich. Und die haben nicht nur einen Engel gesehen, sondern die haben dann den ganzen Himmel voller Engel gesehen. Und als sie gesungen haben, die Engel, also das muss, ich weiß nicht, wo wir sonst irgendwo eine Beschreibung haben, wo in der Bibel irgendwo sonst die Engel mal einen Chor gehabt haben und gesungen haben. Die einzige Stelle, natürlich der Johannes in der Offenbarung, da hat er den himmlischen Chor auch gehört. Aber das war ja mal in der Vision. Aber die Hirten haben das ja echt gehört. Die hatten keine Vision, die Engel echt zu ihnen gekommen. Und das muss ein Chor gewesen sein, das muss schon, den hätte ich gerne mal gehört. Wie bitte? Die Hirten auf dem Feld, genau. Ja. Der eine Engel, der ihnen das angekündigt hat und das gesamte Engelheer, die dann gesungen haben, das muss ein gewaltiger himmlischer Chor, Engelchor gewesen sein. Wie bitte? Zacharias. Ja, Zacharias, ganz genau, richtig, genau, der Vater von Johannes dem Täufer. Ja? Ganz genau, Jesus auch. Zum Beispiel, als er im Garten Gethsemane war und schon mit dem Tode gerungen hat, da kamen Engel und haben ihm gedient, und haben ihm geholfen, ihn beschützt, ja, und ihm Zuspruch gegeben, ja, in der Situation. Ja. Wie bitte? In der Wüste, als Jesus in der Wüste war, genau, haben die Engel ihm auch schon gedient, richtig? Jawohl, genau. Ja, richtig, genau. Der Cornelius, ja. Der Cornelius, das war ein römischer Hauptmann. Und der war sehr gläubig und der wollte mehr wissen vom biblischen Glauben. Und dann hat er darum gebetet und da kam ein Engel zu ihm und hat ihm gesagt, geh und hol den Petrus, Simon Petrus, und der wird dir mehr sagen über das Evangelium. Ja, und das hat er dann auch gemacht, dann Petrus ist gekommen und die haben sich alle taufen lassen. Ja, so hat Gott einen Engel geschickt, der dazu geführt hat, dass Menschen den Weg zu Gott gefunden haben und gerettet wurden. Ja. Also wir haben auch im Neuen Testament, und hier, was ihr hier auch auf dem Bild wir sehen, ja, als der Petrus im Gefängnis war, vorher war Folgendes passiert, da war nämlich der Jakobus, einer der Jünger Jesu, auch im Gefängnis gewesen und die hohen Priester und Obersten hatten ihn hinrichten lassen. Der ist durch Schwert getötet worden und jetzt wollten sie, als sie merkten, das hat den Juden gefallen, wollten sie den Petrus das Gleiche mit ihm machen, ihn auch umbringen lassen. Und er war im Gefängnis und er sollte am nächsten Tag sterben durch Schwert und in der Nacht kam ein Engel zu Petrus und hat dann ihm da rausgeholt und die Wachen haben alle geschlafen oder hat der Engel ihn in den Schlaf fallen lassen und dann hat der Engel ihn rausgeführt und er war frei. Ja. Jawohl, natürlich, bei der Auferstehung Jesu, ja. Da waren die Legionäre, ja, und haben das Grab bewacht und da kam ein Engel vom Himmel und mit so einer
Macht, mit so einer Herrlichkeit, dass sie alle wie tot umgefallen sind und der hat Jesus aus dem Grab herausgerufen. Oder auch, als die Frauen zum Grab kamen, waren zwei Engel dort, ja. Der eine saß dann dort, wo Jesus drinnen gelegen hatte und einer stand draußen am Eingang und haben dann mit den Frauen gesprochen und ihnen gesagt, dass Jesus auferstanden ist. So haben wir viele Beispiele, auch im Neuen Testament, wo Engel erschienen sind. Und wenn wir das sehen, dass es im Alten Testament so war, auch im Neuen Testament so war, dann kann es durchaus sein, und ich glaube das, dass es heute noch Situationen gibt, wo Engel erscheinen können. Ja. Deswegen dieses eine Buch da, Engel erlebt, das ist sehr interessant, kann ich Ihnen nur empfehlen, mal zu lesen. Das kann man beim Adventist Book Center bekommen. Und das ist sehr spannend und auch sehr ja, für das eigene Wissen, dass auch Engel da sind, die einen helfen, die einen beschützen, sehr aufbauend. Ja, hier habe ich ein paar aufgeführt auch, was wir eben schon nannten. Ja, Maria, Jesus, Petrus, Cornelius haben alle erlebt, wie Engel gekommen sind, sie beschützt haben, ihnen gedient haben und auch ihnen Botschaften weitergegeben haben. Und natürlich in der Offenbarung. Da haben wir jede Menge Engel im Himmel. Die werden dann nicht einzeln beschrieben, sondern gleich in großen Scharen. Manchmal haben wir allerdings auch in der Offenbarung Engel beschrieben, die nicht dieses Wesen Engel bedeuten, sondern manchmal auch ein Symbol sind für andere Dinge. Deswegen, die Offenbarung ist symbolisch geschrieben. Manches ist symbolisch geschrieben in der Offenbarung, da muss man dann aufpassen, wie man das denn auslegt. Ja, es ist so, im Christentum allgemein und auch im Protestantismus gibt es keine Verehrung von Engeln. Warum nicht? Weil in den 10 Geboten steht, dass wir Gott allein anbeten sollen und ihn allein verehren sollen. Es gibt nur einen Gedenktag an den Erzengel Michael. Das ist der 29.09. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gefeiert haben. Das war mir auch neu, aber man lernt ja nie aus. Das heißt, Sie verehren das nicht, Sie verehren auch nicht den Erzengel Michael, aber Sie haben einen Gedenktag für diesen Erzengel. Und zwar, warum verehren die Christen keine Engel? Es gibt eine interessante Begebenheit, wo der Johannes in der Offenbarung so begeistert war von seinem Engel, der mit ihm gesprochen hat, von den ganzen Visionen, die er bekommen hat durch ihn. Da heißt es in Offenbarung 22, Vers 8 und Vers 9, und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er spricht zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten, und derer, die bewahren die Worte dieses Buches, bete Gott an. Das ist der Grund, warum Christen oder auch die Protestanten die Engel nicht verehren und auch nicht anbeten. Sondern hier steht, wir sollen allein Gott anbeten. Die Engel sind auch nur Wesen von Gott geschaffen, die wir nicht anbeten sollen. Und der Engel hat selbst auch die Anbetung, als der Johannes anfing, gleich abgewehrt und hat gesagt, nein. Sogar zweimal haben wir das. Und auf dem Morgen 19 und in Offenbarung 22, diese Beschreibung. Allerdings ist es so, dass es im Katholizismus das ein wenig anders ist. Warum? Im Katholizismus haben wir keine reine christliche biblische Lehre, sondern es gab damals im 4., 5., 6. Jahrhundert gab es Einflüsse, wo das griechische, hellenistische, heidnische Denken sich mit dem Christlichen verbunden hat. Und so haben wir im katholischen Glauben vieles, was christlich, biblisch ist, aber auch sehr vieles, was heidnisch, griechisch und eigentlich auch babylonisch ist. Denn vieles, was die Griechen gehabt haben, haben sie auch von den babylonischen Religionen auch übernommen. Und so auch dieser Glaube, nämlich dieser Engelglaube. In der katholischen Kirche werden Engel verehrt. Man könnte auch fast sagen, angebetet. Sie würden erst sagen, nein, wir beten sie nicht an, aber Verehrung und Anbetung ist eigentlich das Gleiche. Und genauso auch mit den Heiligen, ja? Oder mit Maria. Sie würden nie sagen, ja, wir beten Maria an und wir beten die Heiligen an. Wir verehren die Heiligen und wir verehren Maria. Aber wenn man sich anschaut, die Gebete an Maria und die Gebete an die Heiligen, dann ist es nach dem biblischen Verständnis Anbetung. Ja. Das heißt, hier werden Engel verehrt, genauso wie auch Heilige oder auch andere verehrt werden, von denen sie glauben, dass sie im Himmel wären. Es gibt zum Beispiel jeden Sonntag um 12 Uhr das sogenannte Angelusgebet, dass der Papst jede Woche genau Sonntag 12 Uhr spricht.
Ja, und dieses Angelusgebet ist ein Gebet an die Engel. Ja, das heißt, da werden die Engel direkt angebetet in diesem Gebet. Und zwar die Engellehre der katholischen Kirche begründet sich natürlich einmal auf die Bibel, aber weil die Bibel da nicht sehr viel hergibt, was wir eben gesehen haben, das waren so die wichtigsten Elemente schon, wir werden morgen das noch ein bisschen ausführlicher anschauen, aber über die Anzahl und über die Namen und über die einzelnen Engel steht nicht mehr drin. Aber es gibt die apokryphen Henoch-Bücher und da steht eine ganze Menge über Engel drin. Was sind das für Bücher? Und zwar, das sind Bücher, die in der Zeit zwischen 400 vor Christus und Christus selbst, in diesen 400 Jahren ungefähr, geschrieben wurden. Es gibt einige Bücher, wie zum Beispiel das Buch Tobit, das Buch der Makkabäer, Sirach, Judith und auch Henoch-Bücher, ja, in dieser Zeit geschrieben worden. Die waren von Schreibern geschrieben, die nicht, ja, die haben geschichtliche Dinge aufgeschrieben, aber die nicht unbedingt von Gott inspiriert waren. Und es gibt mehrere Henoch-Bücher, die da verfasst worden sind. Und ein Henoch-Buch, das schreibt vor allen Dingen über die verschiedenen Engel, über den Namen der Engel und über die Hierarchien innerhalb der Engelwelt und so weiter. Und von diesem apokryphen Henoch-Buch hat die katholische Kirche denn eine ganze Engelhierarchie aufgebaut und Hintergründe. Es ist interessant, auch generell vom Alten Testament her, die Apokryphen werden von den Christen allgemein nicht als die Bibel, zur Bibel gehörig anerkannt. Die katholischen Bibeln haben sie allerdings mit dabei. Warum? Weil diese Schriften einige Dinge enthalten, die nämlich von einem griechischen philosophischen Hintergrund herkommen, der genau in dem 4. Jahrhundert in die Kirche eingedrungen ist und von damit ihre griechischen, heidnischen Elemente damit gestützt werden. Und deswegen haben sie die natürlich gerne reingenommen in ihren Kanon, während die allgemeinen Christen das nicht mit dabei haben. Ja, das heißt, hier werden Hierarchien in der Engelwelt beschrieben und auch einzelne Namen beschrieben, Aufgaben und Eigenschaften von einzelnen Engeln. Und dadurch haben sie jetzt Folgendes abgeleitet. Und zwar, es gab den einen großen Gelehrten, Thomas von Aquin, der lebt im 13. Jahrhundert, 1225 bis 1274. Und der hat sehr, sehr viel katholische Kirchenlehre geschrieben. Der hat gleich Seiten und bücherweise geschrieben und der hat auch sehr viel über die Engel geschrieben. Und zwar, wenn man das nachlesen wollte, das sind Dutzende von Seiten, die er jetzt über die Engel geschrieben hat. Und zum Beispiel, ich habe mal ein paar Überschriften einfach mal von seinen Schriften, die er da verfasst hat, mal aufgeschrieben. Er hat geschrieben über das Wesen der Engel überhaupt, vom Willen der Engel, von der Sprache der Engel, von den Stufen der Engel nach Rangfolge und Chöre, von der Sendung der Engel, vom Beschützeramt der guten Engel und von der Anfechtung der bösen Engel. Wo er die ganzen Informationen her hatte, er hat natürlich versucht, wo es ging, das aus der Bibel abzuleiten, aber über diese ganzen Dinge sagt die Bibel nicht so sehr viel. Und deswegen hat er andere Quellen gehabt. Die Quellen, die er noch hatte, das waren einmal dieses Henoch-Buch, was auch in der Kirche dann schon ziemlich geläufig war. Und zweitens, es gab auch sogenannte Mystiker im Mittelalter. Das heißt, katholische Gläubige, die irgendwelche Visionen oder Vorstellungen hatten und meinten, dass von Gottes Visionen wären, die sie dann auch weitergegeben haben. Und manche von diesen katholischen Mystikern waren dann auch von der Kirche anerkannt. Und das waren auch Quellen, von denen Thomas von Aquin dann auch von geschöpft hat. Ja, zum Beispiel die Erzengel. Es gab zuerst vier Erzengel im Katholizismus, später kamen noch drei dazu. Aber man hat dann 1516 ein Fresko gefunden in Palermo. Da hat man eine Kirche renoviert und hat dann dieses Bild hier gefunden. Und das war ein altes Bild, was noch aus früherer Zeit kam. Und auf diesem Bild sieht man sieben Erzengel. Und die sieben Erzengel haben verschiedene Gefäße, verschiedene Gegenstände bei sich. Und da steht auch dabei, welcher Engel mit welchem Gegenstand welche Funktion hatte. Zum Beispiel, diese folgenden sieben Erzengel gibt es in der katholischen Kirche. Der erste ist Michael, das ist der Victoriosus, der Sieghafte. Dann haben wir den Erzengel Gabriel, Nuntius, der Bote.
Die beiden übrigens, die kommen aus der Bibel. Ja? Obwohl der Gabriel nirgendwo Erzengel genannt wird. Nur der Michael wird Erzengel genannt und nicht der Gabriel. Aber sie nennen ihn eben auch Erzengel. Aber das sind auch übrigens diese Funktionen. Wenn der Michael erscheint, dann erscheint er in der Bibel meistens als jemand, der kämpft und siegt. Und der Gabriel kommt meistens als derjenige, der Botschaften weitergibt an Menschen. Der dritte Erzengel ist Raphael, Medikus, der Arzt. Das haben sie abgeleitet von dem Buch Tobit. Da ist nämlich der Tobias die Hauptfigur von diesem Buch. Und der soll nach diesem Buch von einem Engel verschiedene Dinge bekommen haben, die dann Medizin waren für verschiedene andere Dinge und die Menschen gesund geworden sind. Von daher wird er Medikus, der Arzt, genannt, Raphael. Ja. Wie gesagt, und dieses Buch Tobit ist ein apokryphisches Buch aus der Zeit zwischen den beiden Alten und Neuen Testament, die von der Christenheit nicht als inspiriert betrachtet werden. Ja, dann haben wir den vierten Erzengel, Uriel, Fortis Socius, der starke Gefährte. Der fünfte Erzengel ist Jehudiel, der Remunerator, der Vergelter. Dann haben wir Barachiel, der Adjutor, der Helfer. Dann haben wir den siebten Erzengel, Sealtiel, Orator, der Fürbitter. Ja, und diese sieben Erzengel werden auch verehrt und angebetet. In der orthodoxen Kirche, dort gibt es noch einen achten Erzengel, nämlich noch den Jeremiel, der auch noch da eine Rolle spielt und noch dazugehört. Ja, in der Bibel, wie gesagt, haben wir nur zwei Engel beschrieben, die einen Namen haben, nämlich Michael und Gabriel. Mehr Namen gibt es in der Bibel nicht von Engeln. Und Erzengel wird nur der eine genannt, nur der Michael. Gut, soweit ein bisschen zu den Engeln im Katholizismus. Wir sehen, dass also hier durch die Zeit des Mittelalters sich noch Dinge hinzugefügt haben, die eigentlich von der Bibel her nicht gedeckt sind und auch nicht sichtbar sind, sondern aus anderen Quellen einfach sich damit zu vermischt haben. Übrigens, und dadurch, dass auch die Engel angebetet werden, ähnlich wie auch die Heiligen, haben die Engel natürlich eine Stellung, die im Katholizismus schon durch die Verehrung schon eine gottähnliche Stellung hat und damit auch ja, ein wenig schwierig zu handhaben sind. Schauen wir uns einen weiteren Punkt an. Ja, wir sind jetzt bei der dritten monotheistischen Religion, das ist der Islam. Und zwar ist es interessant, diese drei großen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, haben alle eine ähnliche Gottesvorstellung. Warum? Weil sie alle das gleiche Fundament haben, nämlich das Alte Testament. Alle drei Religionen akzeptieren das Alte Testament als Grundlage für ihren Glauben. Und das ist natürlich etwas, was sehr ausführlich und umfangreich ist und von daher auch sehr viele Informationen hat und daher auch viele Übereinstimmungen sind. Auch, dass es nur einen Gott gibt und auch übrigens die Vorstellung von Engeln. Wer sind Engel? Wo kommen Engel her? Was bedeuten Engel? Ist in diesen drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam, sehr ähnlich. Auf Arabisch heißen die Engel Al-Malaika. Und das heißt auch Bote, Boten, ähnlich wie auch im Hebräischen. Auch das Wort ist auch ähnlich vom Hebräischen und im Griechischen. Und zwar, bei den Moslems übermitteln die Engel auch Botschaften von Gott an die Menschen. Und sie glauben, dass ein Engel dem Propheten Mohammed, Offenbarungen gegeben. Und nicht nur dem Mohammed. Sie glauben, dass generell, wenn Propheten Offenbarungen Gottes bekommen, dass es Engel sind, die diese Botschaften übermitteln. Und natürlich glauben sie, dass es bei Mohammed auch ein Engel war. Hier haben wir ein Bild von einer muslimischen Kunstgemälde. Hier sieht man Mohammed mit vier Engeln. Ja, Mohammed und die vier Engel, die ihn begleiten. Und zwar, die Informationen, die im Islam über Engel sind, sind einerseits aus der Bibel, aus dem Alten und Neuen Testament, aber andererseits gibt es auch noch einen Einfluss von einem arabischen, vorislamischen Engelglauben. Denn Mohammed ist ja nicht in einem luftleeren Raum
groß geworden und aufgewachsen, sondern in Arabien, wo er wohnte, gab es ja auch schon andere schamanistische Religionen, die auch einen Engelglauben hatten. Und diese Vorstellungen, dieser Schamanismus, der vorher in Arabien, vor dem Moslems vertreten war, der hat auch die Vorstellung und den Glauben von Mohammed geprägt. Natürlich gab es auch in dieser Gegend auch christliche und jüdische Vorstellungen, die er auch kannte, aber natürlich auch schamanistische Gedanken. Und diese Engelglauben der Schamanen hat er auch in sein islamisches Weltbild mit hineingenommen. Und zwar, die Moslems haben verschiedene Glaubensartikel, 6 Glaubensartikel, und einer der Glaubensartikel ist der Glaube an die Engel. Das heißt, für sie ist der Glaube an die Engel ganz wichtig. Sehr hohe Bedeutung, weil eben Gott, Engel, Propheten und die Schrift, das alles sind Dinge, die oberste Priorität in ihrem Glauben haben. Und von daher auch der Engelglaube für sie einer der 6 wichtigsten Punkte sind, an die sie glauben und die sie auch bekennen. Sie haben 4 Erzengel im muslimischen Glauben, und zwar, die heißen teilweise anders als in der Bibel. Einmal haben wir den Azrael, das ist der Todesengel. Dann gibt es den Israfil, der Engel des jüngsten Gerichtes. Drittens haben wir den Jibril, das ist zu Deutsch Gabriel, der Übermittler der göttlichen Weisheit. Und wir haben Michael, zu Deutsch Michael, der Engel der Naturereignisse. Und hier sehen wir, dass die letzten beiden, Gabriel und Michael, wieder die beiden sind, die Mohammed aus der Bibel heraus mit übernommen hat, auf jeden Fall den Namen, teilweise auch ihre Aufgabe, Gabriel, der Bote, der Übermittler der göttlichen Weisheit, dass man da wieder Parallelen sehen kann. Die anderen beiden Erzengel, die ersten beiden, die sind der Bibel nicht bekannt. Ja, interessant ist jetzt, dass diese Engel im Koran als immer wiederkehrend beschrieben werden, also immer wieder in Verbindung mit Gott, Allah und den Propheten und den Engeln. Ich habe mir eine Sure hier mal aufgeschrieben, im Koran, Sure 4, und dort Vers 136, dort heißt es: O ihr, die ihr gläubig geworden seid, glaubt an Allah und seinen Gesandten und an das Buch, das er auf seinen Gesandten herabgesandt hat, und an die Schrift, die er zuvor herabsandte. Und wer nicht an Allah und seine Engel und seine Bücher und seine Gesandten und an den jüngsten Tag glaubt, der ist wahrlich weit irre gegangen. Das heißt, hier sieht man, was alles für sie wichtig ist: der Glaube an Allah, an seine Engel, drittens an seine Bücher, viertens an seine Gesandten und fünftens an den jüngsten Tag. Ja, das sind so die, ganz kurz zusammengefasst, die wichtigsten Grundlagen. Interessant ist übrigens hier an der Stelle, nur mal so am nebenbei gesagt, was steht hier in dieser Sure drin? Dass wir glauben sollen an Gott und seinen Gesandten, dass wir glauben sollen an das Buch, und dieses Buch, damit meinen sie den Koran. Das Buch, was er seinen Gesandten herabgesandt hat, auf seinen Gesandten herabgesandt hat, und dieser Gesandte, das, damit meinen sie den Mohammed. Und dann steht hier, und an die Schrift, die er zuvor herabsandte. Was ist denn das für eine Schrift, die er zuvor herabsandte? Welche Schrift gab es vorher? Natürlich die Bibel. Das heißt, dass im Koran deutliche Hinweise sind, dass Gott vor dem Koran Schriften gegeben hat und dass die Moslems angehalten werden, an diese Schriften zu glauben, das heißt, sie zu lesen und das zu glauben. Das heißt, der Koran ermutigt hier die Menschen, die Bibel zu lesen und sich danach zu richten. Und wer das nicht tut, er sagt hier auch, und seine Bücher im Plural, der Koran ist nur ein Buch. Was sind die anderen Bücher? Die anderen Bücher sind die ihr zuvor herabsandte, nämlich die Bibel dabei. Deswegen gibt es immer wieder gute Korantexte, Suren, die aufzeigen, dass die Moslems aufgefordert werden, nicht nur den Koran zu lesen, sondern auch die Bibel zu lesen und auch an die Bibel zu glauben. Nämlich, wer nicht an die Bücher glaubt, die Bibel ist eingeschlossen, der ist weit irre gegangen. Das heißt, dass sie hier
dazu ermutigen. Und natürlich auch die Engel. Das heißt, dass hier die Engel auch im Mittelpunkt der Lehren des Koran stehen und der Koran das sehr stark betont. Ja, das waren jetzt diese drei großen Weltreligionen, die monotheistischen. Das heißt, die an einen Gott glauben, die auch ähnliche Prinzipien haben. Natürlich gibt es auch Unterschiede, sonst wären es ja nicht drei. Aber auch von der Engelwelt her ähnlich beschrieben sind. Wenden wir uns am neuen Gebiet zu, der Anthroposophie. Die Anthroposophie ist entstanden und gegründet worden von Rudolf Steiner, der im 19. und 20. Jahrhundert lebte, 1861 geboren, 1925 gestorben. Er knüpfte an die Hierarchielehre der Engel im Mittelalter an. Das heißt, was im Mittelalter denn so, man glaubte von den ganzen verschiedenen Hierarchien und von den ganzen Namen und von dem Ganzen, das hat er dann einfach übernommen. Warum? Weil er sehr stark beeinflusst war von der Mystik und von dem Okkultismus. Hier habe ich mal ein Zitat von ihm, und zwar aus dem Lexikon der Anthroposophie. Dort heißt es: Engel oder Angeloi stehen in der Rangordnung der geistigen Wesenheiten eine Stufe über dem Menschen. Sie haben ihre Menschheitsstufe, das heißt die Entwicklung des Ichs bzw. des Ich-Bewusstseins, bereits auf dem alten Mond absolviert. Gegenwärtig bilden sie ihr Geist selbst aus. Das sind eigenartige Vokabeln, die man hier findet. Das sind auch eigenartige Vorstellungen. Das heißt, sie sagen damit, Engel sind Wesen, die über dem Menschen stehen. Das heißt, sie waren mal Menschen, die haben die Menschheitsstufe überwunden. Das heißt, Menschen können sich weiterentwickeln und zu Engeln werden. Und sie waren auf dem alten Mond gewesen, haben auf dem alten Mond sich selbst, ihr Bewusstsein weiterentwickelt und sind jetzt zum Engeln geworden und können dann noch weiter in welchen Stufen nach oben klettern. Ja. Das sind natürlich Vorstellungen, die von irgendwelchen mystischen Leuten hergekommen sind. Und zwar, die Anthroposophie ist sehr stark beeinflusst von der Theosophie, die von Helena Blavatsky gegründet worden ist. Und das war eine Okkultistin, Spiritistin, ja, die sehr stark okkulte Hintergründe hatte. Und deswegen ist auch die Anthroposophie sehr stark von diesem Okkultismus durchdrungen. Und das haben wir übrigens heute in vielen Gebieten. Ich werde übrigens im April diesen Jahres zwei Vorträge halten über die Gefahr des Okkultismus. Und da werde ich auch auf diese Dinge eingehen. Auch gerade diese Anthroposophie ist sehr stark verbreitet in Form von den Waldorf-Kindergärten oder auch manche biologisch dynamischen Anbauweisen und auch anderes, was man hier davon sehen kann. Gut, aber das waren so ein bisschen, was die Anthroposophie über Engel sagt, was aus einer anderen Quelle herstammt und mit dem Biblischen nicht sehr viel übereinstimmt und nicht sehr viel zu tun hat. Eine weitere Vorstellung haben wir bei den Mormonen. Wer sind die Mormonen? Mormonen sind eigentlich keine Christen. Ich würde die Mormonen einordnen, ähnlich wie die Moslems eine eigene Religion bilden, nämlich den Islam, so bilden die Mormonen auch eine eigene Religion. Sie haben nämlich, die Moslems sagen ja, dass sie die Bibel akzeptieren als Grundlage und darüber hinaus das Buch Koran die Bibel eben noch erklärt, erweitert oder auch verbessert oder verändert. Und so sagen die Mormonen, dass das Buch Mormon eben auch von Gott gegeben sei und die Bibel verändert und verbessert und eine neue Offenbarung Gottes ist. Das heißt, wir haben die gleichen Strukturen wie im Islam. Und von daher ist auch der mormonische Glaube von dem christlichen Glauben sehr weit entfernt, ähnlich weit entfernt wie der muslimische Glaube vom christlichen. Zum Beispiel, die Mormonen glauben auch, dass es einen Sündenfall gegeben hat. Aber sie glauben, dass Gott sozusagen die Summe aller menschlichen gestorbenen Geistwesen ist. Das heißt, wenn der Mensch stirbt, dann kann sein Geist, der weiterlebt, sich mit Gott verbinden. Es gibt verschiedene Dinge, was der Mensch dann werden kann. Er kann auch zum Engel werden, er kann zum Gott werden, je nachdem, wie er auch gelebt hat. Und deswegen sagen sie, ist der Tod notwendig für eine Transformation des Menschen.
Und deswegen sagen sie, wenn es den Tod nicht gegeben hätte, dann würden die Menschen immer so auf ihrer Stufe weiterleben. Deswegen war der Sündenfall notwendig, dass der Tod in die Welt kommt und durch den Tod der Mensch zu Gott werden kann. Also ist der Sündenfall, was in der Bibel eigentlich als negativ dargestellt wird, bei den Mammonen, der größte Segen der Menschheit. Ja, also das gibt ja also da interessante, uns für sie ist auch Gott nicht eine Person, sondern Gott ist nur die Summe aller verstorbenen oder noch nicht geborenen Menschen oder Wesen, die es irgendwo gibt. Und die Engel sind auch Boten Gottes, die erscheinen. Und ein Engel ist entweder der Geist eines noch nicht geborenen oder schon verstorbenen, aber noch nicht auferstandenen Menschen oder einer Verstandener selbst oder ein Engel kann auch direkt ein Mensch im Leben sein. Also von daher ist hier sehr stark dieser Gedanke der nicht direkt der Reinkarnation, das heißt, dass die Menschen wiedergeboren werden auf dieser Erde, sondern dass die Menschen sich durch den Tod verwandeln in andere Wesen und dort irgendwo in einer anderen Form für uns nicht sichtbar weiterleben. Natürlich ist das auch etwas, was mehr aus diesem Bereich des Mystischen, Spiritistischen kommt und mit der Bibel nicht viel zu tun hat. Sie glauben auch, dass der Prophet Moroni dem Joseph Smith als Engel erschienen ist. Und zwar der Engel, der jetzt dem Joseph Smith erschienen ist. Sie glauben nicht, dass es einfach so ein Engel war, ein göttlicher Engel, wie wir irgendwo Engel nur kennen von der Bibel, sondern das war eben der Prophet Moroni, der gestorben ist. Und der ist als Engel jetzt dem Joseph Smith erschienen und hat ihm jetzt Botschaften weitergegeben. Übrigens, sie glauben auch, dass der Prophet Johannes der Täufer ab und zu erscheint. Zweimal sei er schon erschienen, sagen sie, irgendwelchen Menschen, die hier auf Erden leben und habe dann Botschaften als Engel, Botschaften an die Menschen weitergegeben. Gut, also das ist bei den Mammonen, was da die Engel für eine Rolle spielen. Und schauen wir uns noch an, was die Engel für eine Rolle spielen in der Esoterik. Die Esoterik ist natürlich etwas, was heute sehr weit verbreitet ist. Wir haben momentan in Deutschland einen Boom von Gedanken und Philosophien und Einflüssen der Esoterik. Man könnte auch sagen, eigentlich ist die Esoterik hier in Deutschland etwas, wo eigentlich nur eine Neuauflebung des Buddhismus in christlichem Gewand. Die Esoteriker glauben, dass Gott keine Person ist, sondern nur eine Kraft, ein Prinzip. So wie der Strom eine Kraft ist, so ist Gott nur ein Prinzip, das Gute. Und sie glauben auch, dass das Gute das Böse braucht. Das Gute kann allein nicht existieren, es braucht das Böse, um gut zu sein. Denn nur Gut und Böse zusammen geben das Ganze, das Echte, was eben unsere Wirklichkeit darstellt. Und sie glauben, dass Engel übernatürliche Lichtwesen sind. Und da Gott natürlich jetzt bei ihnen keine Person ist, sondern nur eine Kraft, kann man auch zu Gott nicht beten, man kann ihn nicht fragen, Gott kann nicht antworten, Gott kann nicht die Welt schaffen. Das heißt also, Gott kann nichts, weil er keine Intelligenz hat. Aber es gibt trotzdem übernatürliche Wesen, mit denen man kommunizieren kann. Das ist nicht Gott, sondern das sind die Engel. Deswegen spielen die Engel bei der Esoterik eine ganz große Rolle. Nämlich, das sind nach ihrer Vorstellung übernatürliche Lichtwesen, die verschiedene Aufgaben haben, die alle gut sind und die jetzt Aufgaben haben, den Menschen zu helfen, gut zu werden. Und zwar, die Esoteriker glauben, dass der Mensch, wenn er stirbt, wiedergeboren wird, wieder auf die Welt kommt, die Reinkarnation. Es gibt übrigens in Deutschland mehr Menschen, die an die Reinkarnation glauben, als an die Auferstehung der Bibel. Also wir sind in einem nachchristlichen Land in Deutschland. Und so glaubt man eben, dass der Mensch, wenn er stirbt, wiedergeboren wird. Und wenn er gut war, wird er zu einem höheren Wesen wiedergeboren. Und wenn er noch besser wird, dann wird er immer höher, immer weiter. Ja? Und wenn er schlecht war, dann wird er zu einem niedrigeren Wesen wiedergeboren, vielleicht irgendwo als Kamel oder als Frosch oder als Schildkröte oder als Ameise oder so. Auf jeden Fall. Und das Höchste ist dann, dass der Mensch, und das machen eben manche Mönche dort, das war durch Meditieren, sagen sie, kann der Mensch besser werden, kann er das Göttliche in sich selbst, die göttliche Kraft, durch Meditieren kann er das stärken und zum Ausdruck bringen und dadurch kann er sich selbst erlösen, sich selbst das weiterentwickeln. Und deswegen sagen sie, es gibt manche Mönche, die nur noch meditieren und das Höchste ist, dass sie ins Nirvana eingehen. Das Nirvana ist sozusagen ins Nichts. Und das heißt, es gibt manche Mönche, die dann nur noch Tag und Nacht sitzen und meditieren, gar nicht mehr reden, gar nicht mehr essen, nichts mehr tun. Die müssen gefüttert werden, die müssen gewaschen werden, man muss alles mit ihnen machen. Und das ist für sie die höchste Stufe des menschlichen Daseins.
Und wenn die dann sterben, dann glauben sie, dass diese Mönche, dass die dann ins Nirvana eingehen, sozusagen in das göttliche Nichts. Und da sagen sie dann, sind die Engel jetzt übernatürliche Lichtwesen, die den Menschen helfen, in ihren Meditationen, in ihrem Leben gut zu sein, sich weiterzuentwickeln und immer weiterzukommen, immer höher zu kommen. Und dort, ja, und sie haben auch übernatürliche Kräfte. Das heißt, sie können etwas tun, was Menschen nicht können. Und das Problem ist natürlich, wenn jetzt die Esoteriker sich an diese Engel, die sie glauben, die es gibt, an die sich wenden und dann sie bitten, dass sie ihnen Kraft geben, dass sie zum Beispiel in die Zukunft schauen können, dass sie heilen können, dass sie Dinge sehen können, die weiter weg sind, dass sie über Telepathie mit anderen Kontakt aufnehmen können oder alles Mögliche, dann passiert das auch. Die Frage ist natürlich nur, warum und wodurch das geschieht. Ganz kurz nochmal zu Ende gedacht, was Sie sich vorstellen. Sie glauben, dass die Engel nur gut sind, alle gut sind und deswegen auch mit dem Menschen nichts Böses tun. Deshalb, es ist keine Gefahr darin, sagen Sie, wenn man sich jetzt mit diesen Engeln in Verbindung setzt. Wenn man die jetzt bittet, einem zu helfen, über sein Leben vielleicht Kontrolle zu haben oder Gewalt zu bekommen oder wie auch immer. Und sie sagen, Menschen können Kontakt mit Engeln aufnehmen und von ihnen Hilfe bekommen. Und wie man Kontakt aufnimmt, das sind denn Techniken, die man wieder aus dem Schamanismus kennt. Auch die Schamanen glauben, dass es übernatürliche Wesen, Engel gibt, an die sie sich wenden. Allerdings die Schamanen glauben, dass es auch böse Engel gibt. Deswegen gibt es bei den Schamanen auch sogenannte Horrorerlebnisse. Und die Schamanen selbst werden auch meistens nicht sehr alt, weil sie irgendwann von diesen dämonischen oder negativen Mächten, mit denen sie in Kontakt sind, nicht mehr loskommen und dann irgendwann auch frühzeitig sterben. Aber die Techniken sind die gleichen, die Esoteriker anwenden, um mit den übernatürlichen Wesen, den Engeln, Kontakt aufzunehmen. Nach der Bibel, wenn wir das Ganze mal bewerten sollen, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel sagt nicht, dass es diese Art von Engeln gibt, die Esoteriker verehren, um Hilfe bitten oder anbeten. Die Bibel sagt, es gibt gute Engel und es gibt böse Engel. Und wenn wir jetzt übernatürliche Dinge erleben, wenn ein Engel erscheint, wenn andere Dinge übernatürlich sind, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten nach der Bibel. Der Mensch kann ja nur das tun, was in seinem Rahmen ist, was er kann, was in seiner Gewalt ist. Wenn Dinge übernatürlich sind, zum Beispiel ein Wunderheiler. Stellen Sie vor, Sie gehen zu einem Menschen und haben Krebs oder haben mal was anderes und sind sehr krank und der legt Ihnen die Hände auf und spricht irgend so eine Zauberformel und dann geht es nach Hause und sind gesund. War das gut oder war das schlecht? Ja, manche sagen, na, wer heilt, hat recht, muss doch alles gut sein. Aber nach der Bibel können auch die negativen Mächte Gutes ausführen, um die Menschen zu täuschen und auf die falsche Bahn zu führen. Wie kann man von der Bibel unterscheiden, was gut und was schlecht ist, was richtig, was falsch ist? Ganz einfach. Wenn das, was diese Mächte, was diese Menschen, die mit den Mächten in Kontakt sind, wenn das, was sie glauben, was sie sagen, mit der Bibel übereinstimmt, ist es richtig. Es ist von Gott. Wenn es mit der Bibel nicht übereinstimmt, ist es nicht von Gott. Warum? Das ist ganz einfach. Die Bibel sagt von sich, und das glauben wir, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Der Heilige Geist hat die Bibel eingegeben und er hat die Schreiber der Bibel ihnen das gesagt, was sie aufschreiben sollen. Und wenn heute Gott wirkt, und übrigens, wenn Engel wirken, dann sind das nicht die Engel selbst, sondern es ist immer Gott durch die Engel. Und wenn Gott durch die Engel wirkt, dann wird Gott immer in Übereinstimmung wirken mit dem, was er damals gesagt hat. Das heißt, er wird niemals im Widerspruch sein zu dem, was er früher offenbart hat. Gott ist immer der Gleiche. Also muss man alles, was geschieht, alle Wunder, die geschehen, auch innerhalb des christlichen Bereichs, gibt es auch viele Wunder, die geschehen, übernatürliche Dinge. Übrigens auch viele, die schamanistische Techniken anwenden und damit auch übernatürliche Dinge fabrizieren oder geschehen lassen. Muss man immer prüfen mit der Bibel. Und dann kann man sehen, ist es richtig oder ist es falsch. Und ich denke, wenn man sich das anschaut, der Hintergrund der Esoterik, warum sie, was sie glauben, dann glaube ich nicht, dass die Engel, mit denen die Esoteriker Kontakt aufnehmen, dass das gute Engel sind. Sondern das sind
wie die Bibel es nennt. Wir werden morgen Abend und auch übermorgen Abend ein bisschen mehr darüber hören. Das sind auch Engel, natürlich, aber es sind Engel, die gefallen sind und die versuchen, durch falsche Lehren, durch falsche Dinge Menschen zu verführen. Ja, bei den Esoterikern gibt es auch jede Menge Erzengel. Die haben sie übrigens auch aus dem Mittelalter, aus dem mystischen Mittelalter übernommen. Sie haben noch einige mehr als die katholische Kirche. Dort heißen die Engel, die Erzengel, Metatron, Sandalphon, Michael, Gabriel, Haniel, Raphael, Kamael, Uriel, Ariel, Raguel, Raziel, Jophiel und Jeremiel. Übrigens, warum heißen die alle mit El hinten? Die meisten haben als letzte Silbe El, Ariel, Uriel, Jophiel und so weiter. Warum, woher kommt diese Silbe El? Die kommt von dem hebräischen Wort Elohim. Das heißt Gott. Das heißt, dass die haben alle den Namen Gottes in ihrem Namen mit drin. Zum Beispiel Michael heißt, wer ist wie Gott? Da kommt das Wort Elohim in der Abkürzung El. Übrigens genauso wie auch das im Hebräischen, die alle, gibt es viele Namen, die auf Ja enden. Jesaja, Jeremia, Hanania. Und dieses Ja am Ende, das ist eine Abkürzung für das JHWH, auch der Name Gottes, Yahweh. Und die haben auch den Namen Gottes in ihrem Namen drin. Ja? Und so haben auch die ganzen Erfindungen der Erzengel, die aus dem Mittelalter hier auch alle in der Esoterik heute mit geglaubt werden und übernommen werden, haben alle auch sehr viel diese Gottesnamen mit in sich selbst drin. Ja, natürlich, hier haben wir auch wieder die beiden biblischen dabei, Michael und Gabriel. Und daran sehen wir übrigens, dass interessant ist, dass sehr häufig in solchen Religionen, in solchen Philosophien Wahrheit mit Irrtum gemischt wird. Einiges von dem ist richtig, es war. Nämlich die beiden Michael und Gabriel, die gibt es auch wirklich in der Bibel. Und alle anderen sind von anderen Quellen dazu gekommen. Ja, das war so ein wenig der Hintergrund der ganzen Engelglauben, der Engelvorstellungen der verschiedenen Religionen, Kulturen. Ich fasse mal zusammen, wir haben im Altertum Ägypten und Babylon, Mesopotamien, die Griechen, die Römer und die haben und die Perser natürlich, die haben vor allen Dingen Gottheiten gehabt mit Flügeln, aber nicht direkt Engelwesen. Die Perser haben auch schon Engelwesen gekannt als Mittler zwischen Menschen und Gott. In den monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, dort haben wir diese Wesen als Engel, die auch von Gott geschaffen sind und auch den Menschen dienen, die Botschaften übermitteln und auch für den Menschen da sind, den Menschen helfen auf ihrem Weg. Es gibt übrigens dann auch gefallene Engel, über die werden wir dann am Sonntagabend ein bisschen ausführlicher sprechen. Die Anthroposophie und die Mammonen und die Esoterik, diese drei haben, man kann sagen, mehr mystische Vorstellungen. Von dem Buch Henoch abgeleitet, aus dem Mittelalter von mystischen Propheten Vorstellungen übernommen, die mit dem biblischen Bild und Hintergrund auch über die Engel nicht zusammenpassen und auch nicht übereinstimmen. Die Frage ist jetzt, woher wissen wir jetzt, was Wahrheit ist, was richtig ist? Was ich eben schon mal kurz sagte, ich bin überzeugt, dass die Bibel die Grundlage ist, dass die Bibel die Quelle ist, wo wir Informationen herbekommen. Das Problem ist nämlich, wir können ja Gott und die Engel nicht sehen. Die sind in einer Sphäre, in einem Raum, der uns nicht zur Verfügung steht. Wir können Gott weder sehen, noch hören, noch riechen, noch schmecken, noch fühlen. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass Gott sich uns offenbart. Das heißt, wenn wir jetzt schauen, wo offenbart sich Gott dem Menschen, dann glaube ich, dass die Bibel das Buch ist, wo Gott sich uns offenbart hat. Es ist zwar von Menschen geschrieben worden, aber Gott hat, sagt die Bibel, die Schreiber der Bibel inspiriert, geführt, dass sie das geschrieben haben, was Gottes Wille war. Interessant ist die Entstehung der Bibel. All die ganzen anderen heiligen Bücher, auf denen auch diese ganzen Philosophien beruhen, die wir heute angeschaut haben, sind von Menschen geschrieben worden, von einzelnen Menschen. Zum Beispiel der Koran ist von Mohammed geschrieben worden.
Und was ein Mensch schreibt, ist in sich immer schlüssig und logisch. Die Bibel ist von über 40 verschiedenen Schreibern geschrieben und über 1600 Jahre in drei verschiedenen Sprachen, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch, auf drei verschiedenen Kontinenten, Europa, Asien und Afrika, von verschiedenen Menschen, von verschiedenen Kulturen, sozialen Stufen, von Königen, von Staatsmännern, von Wissenschaftlern, von Fischern, von Arbeitern, von Hirten, von einfachen Menschen. Sie ist geschrieben worden von Menschen, die in großer Freude waren, von Menschen, die in Trauer waren, ganz verschiedene Schreiber. Und doch haben wir in der Bibel eine Einheit. Wir finden keine Widersprüche darin. Und wir haben sehr viele umstrittene Themen, wo normalerweise, wenn Menschen von verschiedener Herkunft da schreiben würden, komplett verschiedene Vorstellungen hätten. Zum Beispiel, wenn Sie heute in Deutschland 10 Wissenschaftler fragen würden, die alle Deutsch sprechen, alle jetzt leben, zur gleichen Zeit, gleiche Sprache, gleiche Kultur, und die sollten über ein umstrittenes Thema schreiben, zum Beispiel über das Thema, wie kommen wir aus der Finanzkrise heraus? Würde das übereinstimmen, was Sie jetzt schreiben? Ganz bestimmt nicht. Jeder hat seine Vorstellung, wie wir aus der Finanzkrise herauskommen. Der eine sagt, wir müssen die Steuern senken, der andere sagt, wir müssen die Steuern erhöhen. Der dritte sagt, wir müssen die mehr Schulden machen, der andere sagt, wir müssen weniger Schulden machen. Jeder hat einen anderen Ansatz, wie wir aus der Finanzkrise herauskommen. Wie kann es denn aber sein, wenn wir in der Bibel über 40 verschiedene Schreiber haben, verschiedene Kulturen, verschiedene Zeitalter, verschiedene Menschentypen, verschiedene Sprachen? Und doch haben wir eine Einheit und wir haben Dutzende von umstrittenen Themen. Zum Beispiel, wer ist Gott? Wo kommt der Mensch her? Was ist, wenn wir sterben? Wie werden wir erlöst? Und trotzdem haben wir eine Einheit in der Bibel. Und das zeigt mir, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. Dass hier die Quelle ist, wo wir wissen können, was wahr ist und was falsch ist. Die Unterscheidung zwischen richtig und falsch. Außerdem ist das Alte Testament, der vordere Teil der Bibel, die Grundlage für die drei großen Weltreligionen, die sie alle akzeptieren. Und wenn wir jetzt gucken, welche anderen Schriften stimmen mit dem Alten Testament überein, dann können wir nur noch finden, dass das Neue Testament übereinstimmt. Es passt wie zwei Puzzleteile genau zusammen, ergänzt sich, dass es eine große Ganzes bildet, eine Einheit, was wunderbar zusammenpasst. Der Koran passt schon nicht mehr dazu. Warum? Weil der Koran viele Aussagen hat, die der Bibel dann schon wieder widersprechen. Während das Neue Testament mit dem Alten Testament sich nicht widerspricht, sondern eine Einheit bildet. Und für mich ist das stärkste Argument, warum die Bibel Gottes Wort ist, warum wir hier die Quelle unseres Glaubens und unserer Überzeugungen haben, dass wir in der Bibel viele Voraussagen haben, Prophezeiungen, die wir nachweislich wissen können, dass die damals gemacht worden sind, zum Beispiel von Daniel, schon 2500 Jahre alt. Und die Voraussagen von damals, kann man jetzt heute zurückschauen, haben sich in der gesamten Weltgeschichte ganz genau erfüllt. Oder auch Voraussagen von den alttestamentlichen Schreibern, von David und von Salomo und selbst von Mose her schon, vom Garten Eden, auf den Messias. Und in Jesus haben sich die alle ganz genau erfüllt. Und wir können nachweisen, dass es wirklich schon so alt ist, dass sie wirklich schon in der vorchristlichen Zeit hunderte Jahre vorher geschrieben wurden. Und selbst Jesus hat Dinge gesagt im Neuen Testament, die heute geschehen, in unserer heutigen Zeit. Und auch in der Offenbarung des Johannes stehen Sachen drin, die genau auf unsere heutige Zeit passen. Und das zeigt uns, Gott kennt die Zukunft. Und er hat sie uns gesagt in der Bibel. Im Koran, in den anderen heiligen Büchern finden wir keine so langen Weissagungen, die sich genau erfüllt haben. In der Bibel ist das ganz genau. Deswegen ermutige ich Sie, die Prophetie zu studieren, die Prophetie der Bibel. Was steht hier drin geschrieben? Was ist richtig? Und was können wir über unsere Zeit und über die Zukunft wissen? Und in der Bibel haben wir, und das ist das Schöne, das Bild eines liebenden Gottes. Gott ist jemand, der Sie und mich, alle Menschen liebt, der unser Bestes möchte. Wir müssen nicht erst Opfer bringen, wir müssen nicht erst irgendwelche komplizierten Dinge tun, damit wir Gottes Liebe uns verdienen. Nein. Die Bibel sagt, Gott liebt jeden von uns. Und weil er uns liebt, hat er alles getan, damit wir auf den richtigen Weg kommen, damit wir erlöst werden können, damit wir gerettet werden können, damit wir das ewige Leben haben. Und deswegen, wenn wir über Engel nachdenken,
Denn, glaube ich, ist der richtige Ansatz, dass wir fragen, was sagt die Bibel über Engel? Was steht in diesem Buch drin? Das ist wichtig. Warum? Weil wenn wir das nicht so glauben, dann kommen wir schnell auf falsche Wege, auf falsche Informationen und damit auf Dinge kommen, die von der Wahrheit und vom ewigen Heil wegführen können. Eine Sache, die die Bibel über Engel sagt, ist zum Beispiel, das werden wir morgen Abend genauer uns anschauen, in Hebräer Kapitel 1, Vers 13 und Vers 14. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, Psalm 110, Vers 1, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache? Sind sie nicht, und damit meint er jetzt die Engel, sind nicht die Engel allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Was steht hier? Hier steht, dass Gott Engel schickt, dass sie uns dienen. Wozu? Damit wir das Heil ererben sollen. Das Heil ererben sollen heißt, dass wir das ewige Leben bekommen. Gott hat alles getan für uns. Er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, der für uns gestorben ist, der am Kreuz unsere Sünden getragen hat, damit wir durch ihn ewiges Leben haben können. Und die Engel sind dafür da, dass sie uns helfen, den Menschen helfen, ihnen helfen, diesen Gott kennenzulernen. Manchmal kann Gott sogar Kontakte knüpfen, können Engel Kontakte arrangieren. Manchmal erscheint es uns das zufällig, wenn wir irgendeinem Menschen begegnen und wir können etwas über Gott sagen. Aber manchmal ist es so, dass Gott an Engel diesen Menschen so geführt hat, dass wir ihn genau an dem Punkt treffen. Und der Mensch durch Informationen, die wir ihm sagen über Gott, den Weg zu Gott finden kann und auch gerettet werden kann. Deswegen Engel sind dabei. Sie helfen dabei, dass Menschen erlöst werden können, den Weg der Rettung finden und Gott kennenlernen und ihr Leben Gott übergeben. Wir werden uns morgen Abend mehr damit beschäftigen, nämlich, was ist der Dienst der Engel? Wozu sind sie da? Was machen die guten Engel? Was machen die bösen Engel? Was ist der Unterschied zwischen diesen Engeln? Und wofür haben wir unsere Schutzengel? Ich kann Ihnen versprechen, das wird morgen Abend ein spannendes Thema werden. Und ich lade Sie ein, morgen Abend wieder hier zu sein. Ich darf Sie jetzt noch einladen, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Großer Gott, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns die Bibel, dein Wort gegeben hast, dass du uns daran so deutlich sagst, was Wahrheit ist und was nicht wahr ist. Dass du uns daran zeigst, wie die Welt entstanden ist und wie du bist und dass es Engel gibt und viele Wesen, die du geschaffen hast und wie wir Menschen entstanden sind und Herr, all die ganzen Dinge, die wir selber nicht wissen können. Hab Dank, dass wir das durch dein Wort wissen dürfen. Hilf, dass wir die Bibel, dein Wort auch lesen, dass wir die Informationen, die daran sind, auch aufnehmen können und dass wir dich dadurch besser kennenlernen und dich besser lieben lernen. Hab Dank, dass du uns erlöst hast, dass du uns Menschen aus der Verlorenheit herausgerufen hast und gerettet hast und dass du auch Engel benutzt und Engel einsetzt, die helfen in diesem Werk, Menschen auf dich aufmerksam zu machen, Menschen zu dir zu führen, dass auch Menschen zum Heil finden und das ewige Leben haben dürfen. Wir bitten dich, dass wir dich immer besser kennenlernen, dass wir auf dem richtigen Weg gehen, dass wir vor dem Falschen, auch vor dem bösen Engel bewahrt werden und dass wir an deiner Hand sicher gehen dürfen. So bleibe du bei uns und segne du uns. In Jesu Namen. Amen.